Wir haben letztens im Stream 3 random Spiele gekauft und die waren wirklich ganz, ganz verrückt, wobei 1,97 Euro gekostet hat und so sah das Spiel aus. Dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir das Ganze mal als Video machen. Jetzt habe ich 15 random Spiele auf Steam gekauft. Und die werden wir uns in diesem Video zusammen anschauen. Viel Spaß. So, wir fangen mit dem ersten Spiel an. Geben den Code direkt mal an. Ich bin wirklich echt gespannt. Magic War. Was zum Heiligen ist das denn? Oh nein, es fängt schon gut an. Erstmal will ich gucken, wie viel kostet das Spiel. 30 Euro kostet dieses Spiel. Magic War. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was 30 Euro random Spiele geben. 80 MB, die wir uns da installieren. Bruder, ich sag's so, wie es ist. Dickster Virus der Welt. In der Zeit, wo das lädt, können wir ja schon mal die nächsten zwei Games reinladen. Dann haben wir hier Next Station Zombies. Okay, okay, okay. Ach du heiliger Bruder. Das ist Next Level Zombie Game. Ich schwör's dir. Oh nein. Was kostet... Das Game kostet 194 Euro. Was? Digga, ich trau meinen Augen nicht. Nein, nein. Bruder, letztes Spiel. Bitte. Oh mein Gott, warte mal. Puzzle with Nature. Okay. Was kostet das Spiel? Auch 20 Euro. Boah, okay. Ach du Heilige. Wir fangen direkt mit Magic War an. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier abgeht, Digga. Bruder, das eine Game kostet 100. Bruder. Okay, das Game hat gestartet. Es gibt keinen Fullscreen-Mode. Wir gehen einfach in New Game. Das Game ist lauter als mein ganzes Leben. Oh nein, was passiert hier, Digga? Was geschieht hier? Was muss ich hier machen? Ich hab rausgetappt. Digga. Bruder, das Game ist auch 10 cm groß. Ich muss sagen, die Musik ist schon echt wild. Man kann es irgendwie nicht größer machen. Okay, sobald man von der Kugel getroffen wird, ist man einfach tot oder so. Keine Ahnung. Digga, diese Musik. Das ist Zombie-Modus als in 2D auf richtig Crack-Version mit Magie einfach. Schon wieder daneben gedrückt. Ich dreh gleich durch. Okay, jetzt aber. Ach, Digga, lass los. Scheiß spielen. Nächstes Game. Gehen wir rein da. Bruder, ich bin jetzt erstmal gespannt, was dieses Next Station Zombies, Digga. Oha, es hat schon 200 MB. Bruder, dieses Game kostet einfach 200 Euro. 195 Euro, Bruder. Das Game muss aus Gold sein, Digga. GTA 6 wird ungefähr 120 oder 200 kosten, hat man ja geleakt oder so, ne? Digga, das sollte man sich kaufen. Geh mal rein, bitte ist das Game groß. Dankeschön. Oha, bye. Ich habe keine Coins, doch ich habe oben rechts Coins. Was passiert jetzt? Start, okay. Was geschieht hier? Muss ich irgendwie schießen oder so? Hallo? Digga, das Game hat nicht mal Sound. Huge Rave Incoming. Tap. Oh, ich kann drücken. Oh, 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 okay. Aber was drücke ich denn? Ich dachte gerade, ich kann meinen Controller benutzen. Hä, was? Hä? Das Game hat nicht mal Sound? Digga, mal 5 Macher. Wäre cool, wenn das Game auch ein bisschen Sound hätte oder so, Digga. Das ist Sound einfach nicht vorhanden. Oh, ich hab Sound. Gänsehaut. Sound haben wir jetzt freigeschaltet. Guck mal, den platzieren wir hier, den da. Boah, ich hab einen verbesserten Turm gemacht. Start. Okay, ja, Abfahrt. Oder jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende. Ich drück um mein Leben. Dieses Spiel kostet 200 Euro. Digga, ich glaub's nicht. Ich schwör's dir. Ich glaub es nicht. Digga, ach du heilige Scheiße. Ich hab keine Ahnung, was hier noch abgeht. Ob das. Digga, wow, Crawler auf einmal. Digga, wie alt erfieren das Game? Alter Bruder, lass los. Digga, hör auf. Schaut euch das einfach mal an. Was sagen die Kommentare? For 195 Euro, I experience more. It's a game. My 7-year-old could make this better. Digga, mein 7-Jähriger könnte das besser machen. Ach, lass los, Alter Bruder. Also wirklich, was zum Fick ist das denn, Digga? Leute, Bruder, direkt mal die nächsten drei Games aktivieren. Aber sowas von jalla Abfahrt. Also die ersten war ja wirklich schon respektlos, sage ich euch, wie es ist. Wir gucken mal, was die anderen jetzt bei sich haben. Explosive Madness. Okay, Explosive Madness. Bin mal gespannt. Oh, sieht cool aus. Aha, 700 MB. Was kostet das Spiel? Hm, ist sogar im Angebot gerade. 14,99 €. Aha. Oh, 3D-Game. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Legends of the Archer. Legends of the Archer. Oha, das sieht heftig aus. 2 GB, Digga, Maschallah. Was kostet das Spiel? 39 Euro. Und das letzte von den drei Games ist einmal Magic Force. Magic Force, oha. Dann würde ich mal sagen, direkt mal rein, Explosive Madness. Ich hab jetzt hohe Erwartungen bei Explosive Madness, sage ich euch, wie es ist. Sah schon geil aus, made with Unity, irgendwie jedes Game mit Unity. Wo ist das, welche Sprache ist das? Ist das Russisch oder was? Okay, alle, ich verstehe richtig, was er von mir will. Alles klar, Bruder. Was ist das Ziel des Spiels? Oha, Minecraft! Minecraft RTX on, Bruder. Okay, ich muss irgendwie so einen Diamant bekommen oder so. Ich kann das alles nicht. Diese Spitzhacken-Animation auch. Der ist next level, Alter. Oh shit, da haben wir den ersten Diamanten. Ich komme nicht durch. Ich komme da nicht hin. Oh shit. Gänsehaut. Aha, okay. Der nächste Diamant ist ein bisschen tricky, ist ein bisschen mehr tricky. Also Erwartung ist hochgestellt. Okay, ich denke mal, dass wir hier einfach eins kaputt machen müssen und danach fällt er runter, oder? Oder Hilfe, Digga, Hilfe. Ja, runter hier. Weg, 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 weg. Alles weg. Ich krieg's nicht ab. Oha. Ich kann hier hoch. Aha. Oh, scheiße.
Ah, aber er ist runtergefahren. Stark. Okay, hier ist auf jeden Fall jetzt ernst gemacht. Hier wird ernst gemacht. Aber wo ist da die Explosion? Man kriegt Dynamit. Kann ich mir eigentlich hier so ein Holz nehmen oder so? Und mir da so einen Weg bauen oder so? Nee, echt 0%. Kann ich einfach diesen riesigen Turm zum Einstürzen bringen? Irgendwie mit dieser langsamen Animation hier. So, jetzt hier auf der anderen Seite. Oh, 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 shit, er fällt! Oh mein Gott, Digga, stark, Digga, Junge. Bruder, bestes Spiel der Welt, Alter. Jalla, nächster. Okay, 4 Diamanten, das heißt 4 Blöcke abbauen. Habe ich echt keinen Bock mit dieser Animation. Jalla, nächstes Spiel. So, nächstes Game, was ansteht. Oh, shit, schon wieder noch so ein russisches oder so. Legends of the Archer. Keine Ahnung, was das ist, Bruder. Ich glaube, das ist hier Tutorial oder so. Bruder, auf jeden Fall Next-Level-Grafik. Musik ist auf jeden Fall Spannung pur. Okay, gerade schon Gänsehaut. Oh, shit, Digga, der eine B ist tot. Pferd AB ist auch da. Was passiert hier? Boah, noch einer tot. Ach, du Heilige. Was passiert hier? Das brauchen wir, oder was? Das müssen wir klauen? Oder wie lange braucht er zum Reinzoomen? Eine Ewigkeit später. Oh, Digga, wie die da kämpfen, Digga. Bruder, wer ist der Heftige eigentlich? Bruder, er ist Mann, Digga. Ich schwör's, er ist ein Wesh. Sind das seine Samuraien, oder was? Was geht hier ab, Digga? Die zeigen mir nur irgendwelche Sachen. 1, 1, 1. Bruder, hier läuft die ganze Zeit nur einer. Was wird das hier? Ich will auch mal spielen. Werde ich zu den Samuraien ausgebildet, oder was? Digga, diese Musik auch, ne? Oh, 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 shit. Ich kann nicht jetzt... Hilfe, Digga. Okay, 100er Prezi. Maschallah, Digga. War das gut oder schlecht? Oh, er macht ernst. 2 Stück jetzt. Oder diese Musik, ne, ich komme nicht drauf klar. Hilf mir bitte. Erlöse mich. Na hier. Bap. Oh, shit. Direkt ins Schwarze. Show me more. Zack, und das ist mittendrin. Bruder, 100 abkriegt sie, aber anders. Aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Irgendwie liegen da 5 Leute tot, dann wird ein Drachenkopf gezeigt. Bruder, dann ist auf einmal irgend so ein heftiger Typ, der einfach durchläuft. Er ist der Heftigste. Auf einmal sind wir japanische Bogenspiel. Guck mal, ich treffe jetzt überall die Mitte. Zack. Mhm, Mitte. Das ist wie Aim Lab. Mhm, Mitte. Zack. Oder sogar Mitte der Mitte. Fall einfach keinen Bullet Drop. Und... der war knapp, aber Mitte. Raus hier. Digga, hilf mir bitte. Magic Moss. Das nächste Spiel. Jedes Game mit Unity. Ist das so die Engine so für einfache Spiele oder was? Was geht das hier ab? Wir gehen direkt mal auf Play. Sieht ganz solide aus. Location 1. Boah, ist das Battle Royale oder was? Hello, I need your help. Grab your staff and get rid of the giant butterflies. The poisoned the... Ach, Digga. Oha. Oha. Oha, Next Level Spiel. Zack, weg mit dir. Weg, 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 weg. Zeig. 10 Stück muss dem von dem fetzen. Habe ich irgendwie einen heftigen Magie oder so? Oder nur den einen Auto-Tag? Okay, aber habe ich irgendwie einen Special-Attack oder so? Ich glaube nicht. What? Also wenn das... Oh, er hat mir Damage gemacht. Hä, was passiert, wenn ich die Fledermäuse töte? Der, ich dodge deine Attacken, Digga. Was willst du von mir? Okay, komm her. Willst du Stress oder was? Ab. Die Hälfte haben wir schon mal. Digga, mir fehlt noch einer, aber ich finde den hässlichen nicht. Digga, schielig? Wo ist denn der? Scheiße, ich finde den nicht, Digga. Ich bin hier überall schon entlang gelaufen. Ich finde den nicht, ich habe keinen Bock mehr. Alter, 4. Digga, wo war denn der? So, die nächsten Spiele, die wir haben. Rein da. Ich habe einfach Beach Gas Gas nochmal bekommen. Das ist dieses Spiel. 97 Euro. Aber ich sag ehrlich, von den Spielen, die wir bis jetzt bekommen haben, ist es wirklich das Beste. Das Drecksgame kostet 97 Euro. 97 Euro. Das Game weiß ich schon. Oha, hier gibt's ja so... Oha, oha, Digga. Tschüss, hier gibt's ja richtig stabile Autos, Digga. Lass mal... Oh ja, Bruder, das kostet Geld. Nicht 1 Cent. Okay, wir gehen rein da, Digga. Zack. Sunny. Schaut euch dieses Spiel an. Das ist dieses Next-Level-Game. Man muss hier einfach Gas geben und so. Man muss gar nicht auf... Also, Digga. 97 Euro für das, Bruder. Wer kauft das GTA, Digga? Kauft euch Beach Gas Gas. Aber ich mache hier Next-Level-Rekord. Guck mal hier. Oh, Bruder. Huch. Warte, ich mach noch. Ich mach noch. Ich zeig euch. Guck jetzt ohne Gas ablassen. Zack. 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 Oh shit, oh shit, oh shit. Habt ihr gesehen? Ultra Instinct. Ja, Unfall. Miese Zeiten, Digga. Schade da. Raus hier. Also Beach Gas Gas, 97 Euro, Bruder. Da muss ich auch komplett los wieder. So, kommen wir zum nächsten Game. People Jumping Tower. Was ist das? Oh nein, Digga. Oh nein. Wie das schon aussieht. Was kostet das? 195 Euro schon wieder. Bruder, was ist los mit dem? Was denken die sich denn aber? Dachte der Entwickler dieser Spiele, dass er irgendwie Money Glitch macht oder was, wenn er die ganzen Spiele hier...
Wie laufe ich? Ich weiß nicht, wie ich laufe. €195 Ohne groß rumzuschnacken, ab ins nächste Spiel. Fears of Glasses O-World. Aha. Oha. Oha, Digga, das sieht heftig aus. Was kostet das? €97,50. Okay, Bruder, das ist, glaube ich, WW2, Digga. Was da? Was ist das für ein Spiel? Jetzt bin ich gespannt. Ach, du Heilige. Vier. Bruder, das ist WW2. E. Bruder, warum ist das Game so gottlos laut? Was geschieht hier, Digga? Was geschieht hier, Bruder? Was geschieht hier? Hallo? Bruder, ich bin irgendwo reingefallen, ich schwör's. Ich krieg einen. Bruder, man kriegt Angst vor diesem Spiel, weil das so laut ist hier. Wie komme ich aus diesem Graben raus? Hilfe! Okay, jetzt ohne Graben reinfallen. Ich glaube, wenn Bobo kommt, darf ich nicht gucken. So, jetzt darf ich gucken. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ich schwör's, ich hab keine Ahnung. Mein Kopf explodiert gleich, ne? Lass uns raus hier. Schnell. Digga, das ist ein einzig wahres Fiebertraum, Digga. Heilige Scheiße, was war das? Oh mein Gott. Bruder, also bis jetzt, Digga, ich sag's euch, wie es ist. Alter, was sind das für Spiele, Junge? Und deren Preise? Cookies. Installieren. Okay. Über was muss ich springen? Mama, ich will Mario haben. Wir haben Mario schon zu Hause. Mario zu Hause? Was ist das, Digga? Oh shit. Digga, kann ich fliegen oder? Ja, perfekt. Das ist dieses eine Spiel, du weißt doch, Digga, wenn Chrome kein Internet hat. Oh shit, die Musik. Ja, die Musik. Ah, ist doch voll einfach, das Game. Also, ich bin jetzt ein paar Mal Excel geschoben, weil ich wollte was gucken. Guck hier, springen. Spring. Okay, das Game besteht aus nach oben springen. Alt F4, Digga. Yippie! Oder dieses Spiel heißt Virus 91, Digga. Ich glaube, ich krieg wirklich Virus. Es geht hier ab. Oha. 30 Euro Spiel. Oh shit, okay. Virus 91. Jetzt bin ich mal gespannt. New Game. Sieht schon mal gut aus. Am besten sogar Chapter 1. Oder wieder ein Spiel, wo man nur reinzoomen kann, Alter, Digga. Oh shit, oha, was geht jetzt ab hier? Ist irgendwie eine Waffe oder so? Tschüss. Was geht ab, Captain? Salam alaikum. Greetings, Sergeant. Okay, ich muss hier irgendwo hinlaufen, aber ich da, oder? Muss denn hier hin? Oh, dieser Typ, Digga. Was geht ab? Oh mein Gott, Digga. Digga, wie er jetzt auf einmal hier so steht. Wo muss ich jetzt hin? Digga, wo muss ich hin? Oh, Upgrade. Ah, da, ins Auto. Was passiert jetzt? Ein paar Stunden später. Okay, wir sind jetzt irgendwo anders jetzt hier. Digga, was geschieht hier in diesem Spiel so? Boah, hier ist irgendein... Oh, shit, Digga. Krieg ich diese Waffe? Oh, shit. Digga, Waffe auf Next Level, Digga. Alter. Das sind alles... Dingern, Digga. Alles daneben geschossen. Nachladeanimation hat's nicht gereicht, Digga. Ich kann ihn nicht töten. Scheiß auf den. Zack, Digga. Weg mit dir. Zack. Tot. Digga, sind so viele Leute an sowas gestorben, Digga. Wie kann das nur sein? So, gehen wir mal hier weiter durch. So, der will Stress, Digga. Zack, weg mit dir, Alter. Mach auf die Scheiße. Get rid of the enemies. Nein, sag nicht, ich muss jetzt wirklich alle töten. So, die können sich nicht mal bewegen. Willst du dich verarschen? Ey. Digga, wer nimmt sowas als Gefahr, Digga? Das ist ein Tentakel, der sich nicht mal bewegen kann. Würden die jetzt hier rumschießen, okay. Aber die Brees können sich nicht mal bewegen. So, das waren hoffentlich alle, Digga. Heilige Scheiße, Digga. Boah. Boah, hier sind Drohnen anscheinend jetzt. Okay, ich glaube, jetzt wird's heftig. Boah, er schießt. Komm mal, du Hund. Ah. Ich bin tot. Muss kurz Movement hätten. Zack. Nachladen hier, Movement. Bin tot. Raus hier. So, kommen wir zu den letzten drei Games. Mal gucken, was wir hier jetzt haben. Spare Frog, okay. Spare Frog sieht schon mal random aus. Dann haben wir hier nochmal Splate Rage. Ja, Super Mario. Und wir haben einmal Dunk Mission. Das Game kostet 50 Euro. Mhm, gottlos. Und Spare the Frog kostet 20. Ach du Heilige. Was passiert jetzt? Bin einfach gestorben. Woran bin ich gestorben? Hä, woran stirbt man hier? Ich sterbe einfach. Digga! Ey!
Also ich stirb nur. Raus. Spare the Frog, rein da, letztes Game. Ach du heilige Bruder, ich schwör's, ich hab Kopfschmerzen, ne? Ich bin froh, dass Games nicht wirklich so sind wie diese Spiele hier. Digga, ich hab Kopfschmerzen und mir ist schlecht. Also wirklich, mein Magen dreht sich. Ich weiß nicht warum. Was ist das für ein Spiel? Was muss kämpfen gegen die Bäume? Oh ne, da kommt einer. Ich hab meinen Pfeil verloren. Ich hab wieder meinen Pfeil verloren. Ich hab schon wieder meinen Pfeil verloren. Gut, dass der beste Zombie-Spieler der Welt war. Ich hab schon wieder meinen Pfeil verloren. Mein Pfeil macht auch nicht mal Schaden, Digga! Ich hab mich angekillt, weil mein Pfeil irgendwie es nicht schafft, nach vorne zu kommen. So, okay. Ich bleib stehen und ich aim direkt auf ihn, wenn er kommt. Da kommt einer oben rechts. Komm her. Ich fällt sein Leben erstmal. Super. Digga, warum hat er immer Angst, wenn die da sind? Ich dreh gleich durch. Töte einen töten. Er tötet die nicht. Mein Pfeil. Ich kann's nicht schießen. Armo muss aufladen. Aha. Ich wusste nicht, was man geladen halten muss. Okay, jetzt das Ende mit denen. Komm, ich mach ein bisschen Movement. So. Jetzt halt ich gedrückt. Bam, Digga. Easy. Komm mal hier. Oh shit, hier ist ein großer, Digga. Hier ist ein großer. Ein langer Lulatsch, Alter. Zack. Zack. Der ist tot. Langer Lulatsch. Ein langer Lulatsch. Drei lange Lulatsch. Vier lange Lulatsch. Aua. Zack. Tot. Alter, vier. Super duper. Ich sag's euch, wie es ist. Ich fühle mich nicht gut nach diesem Video. Wirklich, mich schlecht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich kein Fenster offen habe. Ich habe Kopfschmerzen und ich habe Hunger. Also, das ist das Gefühl, was ich nach diesem Video empfinde. Wenn euch das Video aber trotzdem gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne abonnieren, gerne in die Kommentare schreiben. Ich schreibe mir sonst immer in den normalen Videos immer rein. Cooles Video, aber ich habe das Ganze schon im Stream gesehen. Deshalb habe ich das Ganze jetzt mal hier aufgenommen. Die YouTube-Videos auf jeden Fall versuche ich auch mal öfters auf Stream aufzunehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Abo da lassen, Like und Kommentar nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein und ciao.